Schon in der Vergangenheit haben wir das ganz zu Beginn meiner Amtszeit eine Stabilisierung der Künstlersozialversicherung auf der Tagesordnung gehabt. Das war einer der ersten Gesetze, die ich gemacht habe. Und es gab da richtig dicke Bretter zu bohren. Es waren nicht alle gleichermaßen froh, dass wir das machen. Manchmal vorsichtig. Und wir haben das dann doch hingekriegt. Und ich finde, das darf man ja mal sagen, das hat auch funktioniert. Es war, wir haben endlich tatsächlich erreicht, dass wir die angepeilten Mehreinnahmen durch die Reform von 30 Millionen im Jahr 2015 realisieren konnten. Über 30.000 Auftraggeber konnten jetzt zusätzlich ihre Abgabenpflicht nach. Das ist nicht wenig. Diese Zahlen wurden auch erstmal in Zweifel gezogen. Wir haben sie realisiert und das ist eine Steigerung um 20% innerhalb von einem Jahr. Und das hat jetzt die positive Folge, dass alle weniger zahlen müssen. Und ich freue mich sehr, Ihnen deshalb heute mitteilen zu können, dass wir den Abgabesatz von 5,2 auf 4,8 senken können. Und die entsprechende Verordnung, das soll dann ab 2017 gelten, die bringe ich jetzt in Kürze in die Ressortabstimmung, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein großer Problemfall wird, sondern so eine Nachricht wird sicherlich ohne große Schwierigkeiten dann auch durchs Kabinett kommen. Und ich möchte, weil ich weiß, dass da ja viele Arbeit investiert haben, insbesondere auch die Deutsche Rentenversicherung mit Unterstützung der Künstlersozialkasse, ja prüfen und beraten hat, und das auch ein echter Kraftakt war. Dafür möchte ich an dieser Stelle auch einmal herzlich Dank sagen. Das verdient übrigens auch meinen Applaus. Nun beschweren sich natürlich, wie oft, wenn es so läuft, über den bürokratischen Aufwand viele, die das Ganze macht. Und ich bin auch gerne bereit, darüber zu reden. Ich habe nur ganz eindeutig keine rechte Alternative, zumindest was jetzt unsere Perspektive angeht dazu. Das will ich auch sagen, weil ich weiß, dass solche Fragen auch immer mit relativem Aufwand verbunden sind und viele dann auch sich manchmal darüber ärgern. Ich möchte doch mindestens heute dafür die Lanze brechen, dass es im Gesamten die Künstlersozialversicherung wirklich wieder stabilisiert hat. Und ich darf sagen, dass wir immer mal wieder Situationen haben, wo wir da drum gerungen haben. Was wir hier als Zukunftswerkstatt jetzt machen wollen und was wir ja schon begonnen haben, ein Thema, das besonders häufig jetzt an mich herangetragen wird, ist eigentlich die Abgrenzung abhängiger Beschäftigung versus selbstständiger Tätigkeit. Oder man kann auch sagen, dass hybride Erwerbsbiografien hier ja einer der Merkmale geradezu sind des Berufsstandes oder vielen Akteure. Und ein großer Teil der Kulturschaffenden arbeitet ja nun auch so als Selbstständige, teilweise mit einem kurzfristigen Beschäftigungsverhältnis, Mehrfachanstellung, oft unterbrochene Beschäftigung. Und das kann jeder von Ihnen sicherlich besser erläutern und mit seinem eigenen, ihrer eigenen Biografie unterlegen, als ich das kann. Dadurch kann im Einzelfall dann auch die Abgrenzung zwischen freiberuflicher Tätigkeit und den Beschäftigungsverhältnissen insgesamt kompliziert werden. Das ist dann auch schwierig. Deshalb der Wunsch nach einfachen Regeln durchaus nachvollziehbar. Und ich verstehe auch, dass viele Freelancer am liebsten auch selbstständig arbeiten und dann auch versicherungsrechtlich über ihren Status Selbstständiger entscheiden wollen. Das ist auch legitim auf der anderen Seite. Und vielleicht ist das nicht mehr ganz modern. Für die Zukunft vielleicht auch ein Punkt, über den wir reden müssen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist immer die Frage, ob man beschäftigt oder selbstständig ist, ein ganz zentraler Punkt, auch Dreh- und Angelpunkt in den Sozialversicherungsrecht. Und da können wir jetzt nicht beliebig mit umspringen, sage ich jetzt auch mal. Das müssen wir miteinander, auch das ist ein Spannungsverhältnis. Und das müssen wir in der Praxis miteinander ausgleichen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Gesetz zur Bekämpfung des Missbrauchs bei Leiharbeit und Werkverträgen zum ersten Mal im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, definiert, was ist ein Arbeitnehmer. Man mag das für verrückt halten, man denkt es so, klar,
Nee, ist es nicht. Es gab auch keine Definition. Weil wir halt festgestellt haben, dass in diesem Bereich sehr viel mit Scheinselbstständigkeit halt gearbeitet wird und wir deswegen eine positive Definition brauchen, was ist denn jetzt eigentlich, was macht jetzt eigentlich ein Arbeitnehmer aus? Und deswegen ist diese Frage so wichtig für uns, wie vielleicht an der einen oder anderen Stelle behindert, weil man sich halt denkt, mein Gott, das ist ja ganz, passt ja gar nicht bei uns rein, an der anderen Stelle. Um Missbrauch zu vermeiden im großen Stil in bestimmten Branchen, das ist einfach ein Fakt, den ich belegen kann, hundertfach, haben wir wieder die Notwendigkeit, das auch wieder noch sauberer zu trennen und zu klären und klarer zu machen, um eben zu verhindern, dass Leute die Scheinselbstständigkeit betreten. Ich will Ihnen das nur mal illustrieren, dass das eine Kante ist, an der wir ständig, an der wir immer wieder Schwierigkeiten haben. Mir kommt es fast wie ein Hase- und Igel-Spiel vor. Wir schärfen es und dann sind die Igel dann doch wieder schneller als der Hase start und dann sind wir wieder das nächste Gesetz am Machen. Also einfach um Lohndumping und Missbrauch an der Stelle zu verhindern. Ich bitte einfach darum, ein Verständnis, dass wir mit dieser Spannung jedenfalls nicht ganz leicht Umgang haben, auch aus unserer Perspektive. Nichtsdestotrotz ergeben sich durch die Digitalisierung und die ökonomischen Veränderungen, auch die Veränderung der Arbeitsformen, wieder auch Fragen an uns, als diejenigen, die das Ganze politisch in den Rahmen bringen sollen, gesetzlichen Rahmen. Und dazu sind wir auch bereit, deswegen machen wir auch so eine Zukunftsrechte, zu gucken, wie kann man das neu ausüben. Dieser Stelle möchte ich, weil wir ja auch über hybride Erwerbsformen reden, auch über die Frage der Verlängerung der bestehenden Sonderregelung bis 31. Juli 2018 reden, also zur Arbeitslosenversicherung. Nun, das ist bestimmt kein großer Wurf. Und das will ich auch mal ganz klar sagen. Wir hatten uns mehr vorgenommen. Ich würde die soziale Sicherung für Menschen mit kurz andauernden Arbeitsverhältnissen auch gerne grundlegend verändern und verbessern. Und als diese Regelung dann anstand, zu Beginn der Legislatur, da haben wir gesagt, komm, wir verlängern es nochmal, dann haben wir Zeit, um es gründlich zu machen. Und als wir das dann gemacht hatten, kam die Flüchtlingskrise im Herbst und dann sah sich unser Koalitionspartner nicht in der Lage, eine große Reform in dieser hektischen Phase, das war im September bis Oktober, November letzten Jahres, wo das zur Diskussion stand, gründlich zu lösen. Und weil ich auch anderes gehört habe, das will ich an dieser Stelle mal sagen, die behaupten, ich hätte das verhindert, dass wir jetzt zu einer großen Lösung kommen, will ich es mal an dieser Stelle sagen, nein, das stimmt nicht. Sondern es ist schlicht und ergreifend, wenn wir ehrlich sind, eine Situation gewesen im letzten Herbst, wo wir einfach den politischen Klärungsprozess, den es bedurft hatte in der Großen Koalition, aufgrund der Situation des Zustroms der Menschen damals, nicht hingekriegt haben. Und ich will da gar keine Schuldzuweisung machen, weil der politische Klärungsbedarf war auch nicht auf meiner Seite, sondern auf der Unionsseite. Aber ich sage, dass ich das dann auch mitgetragen habe, aber Folgendes gemacht habe. Die jetzige Übergangsregelung hat sich knapp bemessen auf Juni 2018. Sie soll jetzt nicht für die Ewigkeit gelten, sondern wir haben dann schon kurz nach der nächsten Wahl dieses Thema wieder auf der Tagesordnung und es muss auch auf der Tagesordnung, weil es nicht befriedigend gelöst ist. Diejenigen, die von dieser Sonderregelung profitieren zurzeit, sind einfach zu wenig. Deswegen ist es aus meiner Sicht weiter notwendig, das auch auf dem Schirm zu haben. Und ich sage das, weil ich auch nicht drumherum reden will und manchmal auch Prozesse nicht so laufen, wie man es eigentlich geplant hatte. Und dafür gab es in dem Fall sogar mal einen echten Grund. Das will ich auch an dieser Stelle sagen. Die Künstlersozialversicherung ist das soziale Rückgrat halt. Sie ist auch einzigartig in Europa. Wir haben also eine Sonderregelung hier, die aber nicht in der, die macht auch viel, trägt auch für 180.000 selbstständige Kunstschaffende, Publizistinnen und Publizisten, hat sie eine verlässliche Absicherung bei Krankheit, Pflege und Rente gebracht. Aber ich wage auch mal den Satz, sie kann natürlich nicht alle Defizite ausgleichen, die an anderer Stelle entstehen, insbesondere bei den Arbeitsverhältnissen selber. Die Entlohnung, jedenfalls für das Einkommen von selbstständigen Künstlern und Publizisten, oft viel zu niedrig. Nur wer ein gutes Einkommen hat, erwirbt aber dann eben auch aus der Künstlersozialversicherung
Sachversicherungen, Rentenansprüche im Alter wirklich reichen. Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zieht seit 1. Januar der gesetzliche Mindestlohn zu, aber just natürlich für die Selbstständigen nicht. Das ist eine Regelung, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt. Und insoweit ist es kein Mechanismus, der hier wirklich greift. Und es ist zumal so, dass selbst wenn man die 58 € am Ende, wenn man ein Leben lang auch noch keine ausgewöhnliche Rente hat und die Mechanismen der Sozialpartnerschaft, die wir sonst kennen, Gewerkschaften, Sozialpartner funktionieren in dem Bereich ehrlich gesagt auch nicht. Und deswegen ist das ein doppeltes Dilemma. Das ist nicht nur im Kulturbereich ein Problem, sondern auch im Bereich der Soloselbstständigen, wie wir sie gerne nennen. Das trifft genauso eine kleine Änderungsschneiderin, die sich selbstständig gemacht hat, die damit gerade so rumkommt, aber kein großes Einkommen hat, um so zu sorgen. Und deswegen werde ich noch in diesem Jahr zusammen auch mit einer großen Konferenz, die wir endlich machen, diese hier, mit denjenigen, die soloselbstständig sind, eine Lösung versuchen zu arbeiten, wie wir die Rentenversicherung oder etwas Vergleichbares heranziehen können, um hier möglichst alle, also nicht die, die jetzt im engeren Sinne als im künstlerischen Bereich tätig sind, sondern allen soloselbstständigen, egal wo sie arbeiten, einen Zugang zu einer vernünftigen, halbwegs vernünftigen Alterssicherung zu ermöglichen. Das halte ich für unbedingt notwendig. Ich denke aber auch Initiativen wie Art by Bad Fair für den Bereich der darstellenden Künste und der Musik sind auch Initiativen, wo ich sage, da gibt es durchaus, auch wenn es keine klassische Sozialpartnerschaft gibt, gibt es durchaus auch Einflussmacht. Es gibt auch die Möglichkeit, auf die Probleme aufmerksam zu machen. Es ist ja nicht so, dass man völlig mittellos wird. Man hat Stimme, man hat Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Und die können sie auch gut nutzen, teilweise kreativer als andere. Dahinter steckt die Idee, Veranstaltungen und Institutionen etwa durch Selbstverpflichtung auf gewisse Richtgagen im Sinn von Mindesthonoraren zu verpflichten. Das könnte auch eine Art Gütesiegel für diejenigen, die Künstler und Kulturschaffende fair bezahlen wollen, werden. Also man kann das meiner Meinung nach noch eine Runde weiterdrehen und unterstützen. Außerdem kann die Kulturförderung, die ja zumeist Ländersache ist, eine wichtige Rolle dabei spielen, dass faire Arbeitsbedingungen herrschen und angemessene Honorare gezahlt werden. Da können Sie mich auch ruhig mal anspielen. Ich habe auch keine Sorge, mich mit den Ländern dann anzunehmen, was wahrscheinlich nötig ist an der einen oder anderen Stelle. Ich denke nur an Orchester, wo ich immer wieder erlebe, auch bei mir in der Region, wie schwierig das da ist. Deswegen bitte ich da, also vielleicht auch gibt es ja eine Möglichkeit zu sagen, dass wir auch da mal zusammen ein bisschen mehr Power organisiert, um an dieser Stelle dann eben auch die Länder und die öffentliche Hand in die Pflicht zu nehmen. Soziale Sicherungssysteme müssen immer wieder also verändert werden. Das Problem habe ich ständig, deswegen haben wir auch so viele Gesetze. Dass auch digitale Arbeit gute Arbeit ist und dass da auch die kreativen Teile gute Arbeit sind, das hängt ja nun mal eben auch einfach davon ab, wie überhaupt Wertschöpfung funktioniert in diesem Zusammenhang. Und da sind wir nun mitten in Medias Res hier heute, weil wir natürlich vor 2 Jahren diesen Dialogprozess Arbeiten 4.0 begonnen haben. Und wir haben ein Grünbuch vorgelegt, was man Fragen stellt, Analyse macht, nicht Antworten gibt. Und wir wollen erst im November diesen Jahres mit dem Weißbuch diese erste Vorschläge machen, erste Antworten geben, was wir tun können, zum Beispiel mit den Soloselbstständigen und Rente beispielsweise. Aber da kommt ja auch die Frage der Vergütung. Wie kann man das überhaupt in den Griff kriegen? Mit Blick auf die Künste der Sozialversicherung ist die zentrale Frage, wie müssen wir die Weichen stellen, damit die soziale Absicherung für Publizisten und Kunstschaffende in einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Kultur- und Kreativwirtschaft weiter funktioniert. Ich habe die Verwertung und Vermarktung ja bereits kurz gestreift. Dadurch werden Vermarktungsmöglichkeiten für Kulturschaffende vielfältiger. Der Alltag ist ja längst digital, Musikstreaming, werbefinanzierte Blogs, Videokanäle. Diese neuen Vermarktungswege eröffnen Chancen, aber sie werfen auch ganz schön viele Fragen auf. Wie gehen wir mit neuen Geschäftsmodellen um? Wie läuft die Wertschöpfung? Was bedeutet das für die Einnahmen der Künstler?
kann durch den Wegfall bisheriger Verdienstmöglichkeiten das an anderer Stelle dann kompensiert werden. Ich möchte das an einem Beispiel konkret machen, dem Self-Publishing, schriftstellerische Produkte im Internet. Hier könnte man fragen, ist das überhaupt Selbstvermarktung? Oder ist es zum Beispiel Kindle Direct Publishing einfach nur die digitale Variante der Rolle, die die Verlage bisher hatten? Was folgt daraus für die Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz? Und eine Menge von Fragen. Die Zusammenhänge sind nicht einfach zu verstehen. Deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir heute auch von Ihnen lernen. Das meine ich ganz im Ernst. Hier sitzen die Expertinnen und Experten in der Branche mehr, als wir das aus eigener Kraft schaffen können. Ich bin auch gespannt, was Frau Georg oder Herr Neubauer dazu aus ihren unmittelbaren Erfahrungen beisteuern können. Und es drängt sich auch noch eine weitere wichtige Frage auf. Verändert der digitale Wandel Verwertungsprozesse so, dass die Künstlersozialabgabe in der jetzigen Form nicht mehr anfällt? Und auch dafür will ich Ihnen ein Beispiel nennen. Das ist die Auslandsvermarktung. Nur Unternehmen mit Sitz in Deutschland können zur Künstlersozialabgabe herangezogen werden. Nun wissen Sie ja selber, wie das konkret dann ist und wie leicht es natürlich auch ist, dass wir den Sitz ganz woanders haben. Konzentrieren sich Verwertungsprozesse bei großen Unternehmen mit Sitz im Ausland? Du hast es ja auch nicht allzu theoretisch. Ist die Möglichkeit einer Abgabenerhebung abgeschnitten? Und zwar sofort. Ich denke beispielsweise an Getty Images bei der Verwertung von Fotorechten, wo wir ja eigentlich in Deutschland eine besondere Regelung haben, wie wir das vergüten, wie ein eigenes Vergütungssystem mühsam und langjährige Arbeit. Ist das schon ein genereller Trend oder nur eine Ausnahme? Wie gehen wir künftig mit diesem Verwertungsprozess in der digitalen Welt um und was heißt das eigentlich langfristig für so eine nationale Künstlersozialversicherung, die es sonst nirgends in Europa gibt? Worauf wir einerseits stolz sind, was uns an der Stelle aber auch wieder Schwierigkeiten macht, weil ja gar keiner weiß, wovon wir noch reden, wenn wir das thematisieren. Die Dinge verändern sich also im raschen Tempo. Es gibt viele Fragen und wichtig ist, dass wir auch konkret werden mit Überlegungen und Ideen, wie wir das tatsächlich für die Zukunft weiterentwickeln können. Und weil wir das bei uns im Ministerium erkannt haben, haben wir zu dieser Runde hier eingeladen, weil wir das Gefühl hatten, das können wir eigentlich gar nicht selbst beantworten. Dafür ist die Entwicklung auch zu dynamisch, teilweise sehr komplex verästelt und intransparent. Bei aller schönen Offenheit ist es häufig so, dass man es erst auf den zweiten oder dritten Dreh rauskriegt, wie die Strukturen hinter einzelnen Angeboten sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, unseren Wissensstand zu erweitern und wesentliche Fragestellungen für die Zukunft der Künstlersozialversicherung zu identifizieren. Oder um es mal abzuwandeln, das Brecht-Zitat, den Vor- und Auf- und alle Fragen offen. Ich wünsche uns und Ihnen einen guten und vor allem kreativen Austausch. Ich habe gehört, das wäre ja schon ganz gut gelungen. Und ich will dem nicht im Wege stehen. Das ist dann wenigstens manchmal so, wenn Sie so einfliegen, wieder ausfliegen zum nächsten Termin. Ich hoffe heute nicht. Vielen Dank.